Und damit ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi, liebe Spaßgesellschaft, und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Rescue HQ. Jetzt steht hier doch wieder ein bisschen mehr an. Wir schauen uns erstmal diesen Einsatz an. Hooligans schon wieder. Die Nummer kennen wir doch schon. Wir gucken erstmal, dass wir hier mit den Medics soweit das Gröbste abdecken. Und wir nehmen den hier. Oh, du hast eine mittlere Verletzung. Du brauchst zwei Schichten, um vollständig zu heilen. Ach du Schreck. Dann sollten wir dich mal möglichst wenig in Anspruch nehmen. Na komm, so kriegen wir wenigstens da die 100% hin. Hoffen wir, dass uns das jetzt hier bei dem Event nicht irgendwie hinten rüberfällt. Aber naja, wir müssen einfach mal schauen. So, du bist zwar... Ja, wobei... Unbekannte Chemikalie. Dann nehmen wir auf jeden Fall mal den ein oder anderen Industrieexperten, den ein oder anderen Chemikalien-Experten. Haben wir noch Kackboons? Ja, aber sind alle zu erschöpft. Warte mal, haben wir noch einen auf Stufe 3? Weil ich möchte jetzt ungern noch einen Wagen nehmen. Ja, komm, dann... Machen wir es jetzt so. Und hier noch Bakterienausbruch. Oh, den hatten wir, glaube ich, noch nicht, oder? Hier ist eine hochrangige medizinische Situation für Sie. Ein biologischer Forschungscampus. Ja doch, den hatten wir schon mal. So, dann gucken wir mal. Du bist erschöpft. Okay, du bringst schon nichts mehr. Wir müssen auf jeden Fall genug Medizin mitnehmen. Na komm, wir nehmen noch einen Wagen, weil ich will dann schon den Einsatz auf 100% bringen. So, Patienten sind auch zwei angekommen. Wir schauen mal, dass wir hier dann hier erstmal die Fahrzeuge reparieren. Wer war noch im Einsatz? Ach ja, hier hinten die Feuerwehr. Mein Gott, jetzt geht's aber los hier. So, friedliche Proteste. Und was haben wir hier? Lila Pullover. Okay, ich guck mal, dass wir als erstes mit Feuerwehr ein bisschen was wettmachen. Okay, nehmen wir jetzt erstmal so. Dann schauen wir mal. LKW für Krawalle oder Polizeiwagen für Spezialeinheiten? Ich würde sagen, LKW für Krawalle passt besser. Wen können wir noch nehmen? Ja, komm, wir nehmen mal zwei Erschöpfte mit. Drei Erschöpfte, die brauchen ja schließlich auch mal ein bisschen Erfahrung, ne? So, was haben wir hier Schönes? Zerstörung. Einige New Age Spinner zerstören öffentliche Einrichtungen. Lehren sie diese Kinder eine Lektion, indem sie eine Einsatztruppe von Polizisten... Oh. Ja, wisst ihr was, den lasse ich tatsächlich mal wen anders machen. Wir haben ja genug Reputationspunkte, dass wir uns das leisten können. So, hier kommt dann der Wagen für die Spezialeinheiten. Du das mit, du. Ja doch, machen wir so. So, was ist noch kaputt hier? Die Axt muss repariert werden. Und da muss auch noch ein bisschen geschraubt werden. Und Schichtwechsel, Gott sei Dank. Haben wir zumindest schon mal ein bisschen mehr Manpower. So, im Übrigen, vorhin beim Ladescreen, da stand ein sehr netter Tipp. Da stand nämlich, hey, pass auf, mach doch mal die Stationen, die du gerade eh nicht brauchst, die unproduktiv sind. Schalt dir einfach ab, weil da sparst du dir die Wartungskosten. Und das finde ich eine grandiose Idee. Deswegen gucken wir mal, was wir hier alles bald runterschrauben können. Gut, die hier brauchen wir alle. Damit wir unsere Akten schön abarbeiten, haben wir Verdächtige. Ja gut, die werden schon verhört. Patienten sind auch angekommen, alles klar. Und ein Gefangener, sehr schön. Haben wir wieder wen zum Verhören, finde ich super. Wie sieht es mit den Akten aus? Kommen wir dann so langsam mal runter? Ja, es wird eher mehr, aber da wir ja hier die Krawalle haben, wird das, glaube ich, auch alles andere als weniger. Ja, wenn man vom Teufel spricht, da haben wir schon die nächsten Einsätze. Was haben wir? Gewalttätige Proteste. Und hier haben wir Zerstörung. Hier brauchen wir 8 Polizisten und 2 Kampfausrüstungen und 4 Megafone oder 2. Hm.
Ich würde sagen, den nehmen wir mal an. Wir sollten ja aber vielleicht dann doch ein paar mehr Lerys mitnehmen. So, hier nehmen wir mal erstmal unsere Kacknoobs mit. Ja, komm, eine Megafon, da haben wir das. Den sourcen wir out. Oi. Jetzt geht's aber ab hier. Huh, Industrie in Flammen. Das ist natürlich ganz großes Tennis. So, Gefahrschutzanzug haben wir leider nur einen. Das kann ja was geben. Eieieiei. So, Lufttanks holen wir uns auch noch einige dazu. Geht aber leider nicht mehr. Boah, 77% nur. Ne, ganz ehrlich, kostet zwar Schweine viel, aber den lassen wir wen anders machen. Das ist nämlich, können wir uns gar nicht leisten. Wir haben nämlich zu viel im Einsatz gerade. Na, hier haben wir auch keinerlei Ausrüstung. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Na, es sieht schon hier deutlich besser aus. So, da schaffen wir die 100%. Sehr schön. Kriegen wir denn den Einsatz jetzt noch gewuppt? Ja, könnte. Scharfschutzausrüstung. Ja, ich glaube, der Angriff auf die Drogenhülle, den sollten wir hinkriegen. Moment, haben wir noch Kacknoobs? Ja, die beiden. Perfekt. Ja, läuft doch. Eieiei, das sind aber echt viele Einsätze. Ich hoffe mal, dass die Personalabteilung hier bald mal ein bisschen Gas gibt. So, Medizin brauche ich mal wieder. Sehr schön. So, der Gefahrschutzanzug ist zwar beschädigt, aber nehmen wir natürlich trotzdem gerne in die Reparatur. Schließlich brauchen wir den ja bald wieder. Bin noch am Überlegen, ob wir nicht vielleicht weitere Gefahrschutzanzüge dazu holen sollten. So, was bist du hier am Grübeln? Wo ist dein Problem? Warum arbeitest du nicht weiter? Kann nicht gestartet werden. Sind nicht alle Rohstoffe verfügbar, was? Machen wir mal kurz so. Schreibarbeit habe ich ja wohl mehr als genug. Fehlt jetzt einer, der dir die bringt, oder was? Scheint so. Ja, komm, dann geh du mal vom Schreibtisch da weg. Und bringen wir den Leuten ein paar Akten, dass sie auch arbeiten können. Ach, jetzt gehst du einfach hier hinten hin. Ja gut, kann man ja auch machen. Dann geh du da auch mal weg. So, und wir haben keinen Platz dafür. Beweise, das ist schlecht. Diese Verrückten im Rathaus haben neue Atomreagenzien für ein lokales Kraftwerk bestellt. Gleich nachdem wir gesehen hatten, wozu Ökoterroristen in der Lage sind. Nun, unsere Aufgabe ist es zu schützen, nicht zu urteilen. Obwohl manchmal, ach, wie auch immer, Kadett, bereiten Sie besser das Beste vom Besten vor. Ja, das sollten wir hinkriegen, hoffe ich zumindest mal. Wieder ein Crewmitglied verletzt, das ist natürlich ganz besonders geil. Jetzt machen wieder alle hier Pause. Und wir haben trotzdem noch 30 Einsätze. Schön. Läuft ja bei uns. Oi, Mist, der hat echt gelitten beim Angriff. So, den lassen wir wen anders machen. So, den könnten wir ganz gut selber machen. Nur welcher LKW macht hier mehr Sinn? Für die U-Bahn-Schleusen. Ja, komm, machen wir es halt so. Ist egal. Vor allem lassen wir aber die Hunde da. So, wie schaut's hier aus? Die Hooligans.
Wir haben keinen urbanen Profi hier. Dann machen wir lieber so. Nur 90%, da müssen wir doch eine Schutzausrüstung mitnehmen. Kommen wir immerhin auf 95. Hauptsache, es läuft, ne? Zack, wieder ein paar Pünktchen dazu. So, jetzt erstmal hier weiter Reparaturen. Ach ja, Träumchen. So, jetzt muss ich aber erstmal kurz gucken, dass wir ein paar Punkte ausgeben, denn wir sind schon wieder am Cap angelangt. Komm, wir schalten mal hier ein paar neue Feuerwehrfahrzeuge frei. Zack. Ja, wobei, damit warte ich jetzt erstmal. Ich will erstmal gucken, was wir hier für Einsätze haben, falls wir einen Einsatz outsourcen müssen. Gewalttätige Proteste. Oh, da brauchen wir sehr, sehr viel Manpower. Ja, guck, geht doch. Nehmen wir so. Okay, Zerstörung. Das ist natürlich auch ganz weit vorn. Ja, haben jetzt nichts an Ausrüstung da. Brauchen den Mannschaftswagen auf jeden Fall. Da bin ich schon am Überlegen, ob es nicht mehr Sinn macht, den von wem anders erledigen zu lassen. Ein Urban-Profi gerade hier nicht wirklich. Ne, komm, das lassen wir wen anders machen. Kostet ja nichts. Also, gefühlt nichts. So, da muss erstmal repariert werden. Eieiei, hier brennt echt die Hütte. Die lila Pullover schon wieder. Gucken wir erstmal. Hier haben wir auch nichts. Ne, komm, lassen wir auch wen anders machen. Zerstörung. Das sieht ähnlich schlecht aus. Weil wir hier zumindest machen wir erstmal so. Ne, hier haben wir halt noch nichts. Ich guck mal gerade, ob wir. Ne, komm. Macht so keinen Sinn. Wir brauchen echt mal dringendst mehr Personal. So, ich hole mal wieder hier so eine einfache Station. Weil irgendwie hier gefühlt, die arbeiten zwar länger, aber da kommt halt weniger bei rum. Also das heißt, die arbeiten zwar länger, die brauchen länger, aber mag sein, dass sie auch besser Qualifizierte kriegen. Aber wenn das so Ewigkeiten braucht, macht es einfach keinen Sinn. So, das sieht doch schön aus. Ansehensstufe 4, wunderbar. Annehmen. Schichtverteilung lassen wir so. Ja, haben auf jeden Fall ordentlich was über und sind schon fast direkt in der nächsten Woche im Plus gestartet. Das finde ich doch mal sehr schön. Ja, das hier können wir jetzt nicht dazu kaufen, ne? Schade. Ach ja, praktischerweise Schichtwechsel. So, drei Feuerwehreinsätze direkt hintereinander. Welch ja schönes Ding. So, ihr beiden. Hausbrand. Haben wir Noobs? Wir haben Noobs. Dich nehmen wir mal raus. Hier, 5 geht ein. Machen wir so. Okay, nächster. Hoiuiui. Ja, super. Jetzt hätte ich genau den anderen auch noch gebraucht. Industrie in Flammen. Eieiei, ich glaube, den möchte ich outsourcen. Guck mal, was der andere. Ja, gut, der ist. Der lässt sich recht leicht wuppen. Der Waldbrand. So, jetzt schauen wir mal kritisch. Kriegen wir das mit den hier noch zur Verfügung stehenden Larrys hin? So. Packen wir beide an. Wir gucken erstmal, dass wir die ganzen Larrys hier reinpacken. Ja, ich glaube, das könnte was werden.
Wobei, ich glaube, es könnte eher an der Ausrüstung scheitern, aber... ...87% muss jetzt einfach mal reichen. So, warte mal, wir haben uns doch gerade hier so einen schönen Feuerwehrwagen freigeschaltet. So, was hat er denn? 16 Ausrüstung, das ist doch mal sehr schön. Zwar nur 4 Plätze, aber wie gesagt, 16 Ausrüstung ist Bombe. Weil wir haben ja bald die Hitzewelle, da wird dann auch wieder einiges an Manpower gebaut. Und ich glaube, vielleicht sollten wir dann auch schon mal anfangen, hier nach Personal zu suchen. So, Medizin können wir, glaube ich, deaktivieren. Da brauchen wir momentan nichts. Erste Hilfe sollten wir schon gucken, dass wir vorrätig haben. Haben wir vorrätig? Haben wir sogar, dann können wir das doch... Na, wobei, der stellt gerade was her, okay. So, Bewerber. Ein Polizist, du kommst in die Nachtschicht. Da fehlt uns nämlich noch einer. So, Sekunde, ich gucke mir sofort die Einsätze an. Ich mache nur eben, starte da nur die Reparaturen. So, was haben wir hier? Brandenburgische Brutalität. Der ist aber definitiv neu. Eine Landesberühmtheit ist für ein Fotoshooting am Brandenburger Tor angereist. Die stieß auf großes Interesse, jetzt wimmelt es dort nur so vor Menschen. Der Umlauf ist verlangsamt, es gab bereits Massenpanik und die Situation gerät außer Kontrolle. Senden Sie eine Crew zur Kontrolle der Menschenmenge und einige medizinische Einheiten, um die Verwundeten zu behandeln, falls vorhanden. Gucken wir uns erstmal die medizinische Seite an. Notfallwagen nehmen wir mit. So. Nehmen wir den Spezialeinheitenwagen. So, 90% muss reichen. So, zwei Drohnen mal wieder. Für Bürgerunruhen. Haben wir noch frische Noobs? Haben wir. Oh, 79% nur. Gut, muss reichen. Aber ohne Mist, ich glaube, ich verkaufe mal die normalen Streifenwagen, weil ganz ehrlich, die brauchen wir doch kaum, oder? Inzwischen brauchen wir die echt nicht mehr. Dann holen wir dafür doch lieber noch so einen für Spezialeinheiten. Brauchen wir einen zweiten für Spezialeinheiten oder einen für Krawalle? Na, Krawalle haben wir schon. Nehmen wir Spezialeinheiten, der ist ein bisschen umfangreicher, was so die Ausrüstung angeht. Und da geht der Spaß direkt weiter. Komm, wir kümmern uns erstmal um den Bus außer Kontrolle. Ach du Scheiße. Ja, der könnte ein bisschen sehr haarig werden. Mit haarig meine ich verdammt schwierig. 6 Äxte, nee, komm. Das kriegen wir, glaube ich, von der Ausrüstung her nicht gut hin. So, aber ich hoffe, den kriegen wir hin. Oder auch nicht. Es sei denn, kommen wir den noch dazu. Nehmen wir. So, jetzt haben wir hier, glaube ich, gar kein Personal mehr, was den machen kann. Also muss der leider auch dran glauben. Ja, und direkt noch mehr. Ganz großes Tennis. Wir warten mal kurz, bis der ein oder andere Einsatz hier beendet ist. Eieiei. So, warte mal, wie haben wir denn... Achso, jetzt geht's wieder. So, Schutzausrüstung ist beschädigt. Das ist natürlich nicht gut. Ach ne, da ist nur nochmal aufgeploppt hier. Okay. Ja, lass uns mit den Einsätzen hier ein bisschen Zeit. In der Hoffnung, dass wir das vielleicht noch mit Personal ein bisschen abgedeckt kriegen.
wenn das aus dem Einsatz wiederkommt. So, zack, da ist schon mal ein paar Feuerwehr. Larry ist wieder da. So, wir schauen uns mal die beiden Einsätze an und gucken mal, was wir da brauchen. Lila Pullover, ich hasse die so. Kriegen wir das gewuppt? Ich weiß es gerade noch nicht. Nehmen wir erstmal so. Vielleicht können wir es über Polizei ausgleichen. Sieht auch gar nicht verkehrt aus. 99, ja komm. Brauchen wir noch nichts hier weiter an Ausrüstung. Geht, glaube ich, sowieso. Hier nicht mehr wirklich. Gut, nehmen wir so. Schaffen wir den jetzt auch noch? Das wäre natürlich super. So, und dann noch Ette. Kein Großstadtspezialist, dann nehmen wir hier unseren Uber-Profi. Ja, 86 muss reichen. So, ihr Lieben, ich sehe gerade, ich bin ein bisschen über die Zeit. Das tut mir natürlich unendlich leid. Deswegen machen wir hier unseren kleinen Cut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss, Sikorski.